Ja, Cello, ein paar Tage nach dem Dresden-Spiel rückblickend, wie hast du euer Spiel gesehen? Ja, ich glaube, dass wir nicht so ein schlechtes Spiel gemacht haben. Gerade zweite Halbzeit haben wir sehr, sehr viele Torchancen gehabt, haben dann nicht das Quäntchen Glück auf unserer Seite gehabt, dass der Ball über die Linie geht, sondern leider ans Aluminium fällt. Aber in der ersten Halbzeit haben wir einfach zu viele Fehler gemacht, zu viele Spielaufbaufehler, zu viele einfache Ballverluste gehabt, haben so Dresden leicht ins Spiel kommen lassen und haben dann natürlich für Gefahr gesorgt. Und ja, aber ich glaube, wie gesagt, nach der zweiten Halbzeit können wir auf jeden Fall aufbauen. Am Freitag geht es gegen Heidenheim. Wir haben ja schon länger nicht mehr freitags gespielt. Generell, wie gefallen dir Freitagsspiele? Ja, sehr, sehr gut. Also das Flutlichtspiel ist immer ein Highlight. Und ja, es ist ausverkauftes Haus oder volles Haus ist möglich auf jeden Fall. Darauf freuen wir uns natürlich auch sehr und freuen uns über jeden Zuschauer, der erscheinen wird. Ja, extrem wichtig, dass uns die Zuschauer nach vorne pushen. Das hat man auch in den letzten Wochen und Monaten gesehen. Ich freue mich besonders, dass ich das erste Mal das jetzt miterleben darf. Dass das Stadion wieder voll sein darf. Ich glaube, die ganze Mannschaft freut sich riesig drauf. Und ich hoffe einfach, dass wir da alle gemeinsam nach den 90 Minuten feiern können.